Wir werden jetzt die unterschiedlichen vermischten Wässer messen. Genau, jetzt mache ich die Osmoseanlage an. Wir sehen, der Durchfluss ist recht hoch, weil wir gefiltertes Wasser auch mit reindrücken. Das ist hauptsächlich nur gefiltertes Wasser. Ändern wir das Verhältnis. Und jetzt ist es pures Osmosewasser. Jetzt ändere ich das Verhältnis wieder zurück und mische wieder nur gefiltertes Wasser zum Osmosewasser wieder dazu. Das Abwasserverhältnis bleibt immer gleich, weil wir immer Osmosewasser dazu tun. Wir werden jetzt die unterschiedlichen vermischten Wässer messen. Einmal mit dem pH-Wert und einmal mit so einem Leitwertmessgerät, das die ganzen gelösten leitfähigen Stoffe misst in Parts per Million, also Teile pro Million. Der sagt aus, wie viele Teile pro Million in so einem Wasser an Salzen praktisch drin ist. Das mache ich mal an. Hier ist jetzt eher gefiltertes Leitungswasser zu erwarten. Also das ist das normale Münchner Leitungswasser, kann man dann sagen. Jetzt schauen wir mal. Genau. Also wie Leitungswasser. Und jetzt messen wir das gemischte Wasser, also den pH-Wert messen wir jetzt davon. pH-Wert grün, also neutral, leicht sauer. Also pH 6,5, also es ist ein bisschen runtergegangen. Wenn wir mal Leitungswasser messen. Genau, ist gleich. Jetzt messen wir halbe-halbe. Halbe-halbe. Messen wir Leitwert gleich. Man sieht, das ist weniger jetzt vom Durchfluss her. Man sieht, es ist weniger geworden, 231. Also immer noch sehr leitungswasserlastig. Und der pH-Wert ist immer noch neutral eher. Ja, immer noch. Ja, ist vielleicht ein bisschen saurer geworden, ganz wenig, aber ist jetzt Messungenauigkeiten. Jetzt mache ich hier noch mehr komplett nur Osmosewasser. Man sieht, das ist viel weniger. Ich lasse ein bisschen laufen. Immer noch 205. Muss ich noch ein bisschen länger laufen lassen. Das war jetzt das Fast-Osmosewasser. pH 6. Und jetzt messen wir das purste Wasser eigentlich so. Fünfzig.
Und das ist jetzt wahrscheinlich sauer. Ja, 59. Also immer noch Mineralien drin. Jetzt sieht man, das ist schon sauer. pH 5. Ja? Muss nicht sein. Deswegen lieber Mineralien dazu mischen. Durchfluss wird dabei ein bisschen höher. Es ist ja auch nur gefiltertes Wasser. Mineralien aus dem gefilterten Wasser. Das ist die Devise. Das heißt, die optimale Einstellung aus meiner Sicht ist fast komplett an. Sozusagen so ein Verhältnis. Ungefähr bei der Hälfte ist, glaube ich, ein gutes Verhältnis. Jetzt lassen wir ein bisschen laufen, damit es sich freispült und jetzt wirklich das Wasser, was wirklich da rauskommt, auch rauskommt. Das Nachlaufen ist normal. Wir haben ja eine Druckabschaltung und nicht am Ende Absperrung. Ja. 213 ppm ist weniger auf jeden Fall und der pH-Wert ist auf jeden Fall schon neutral.